Jetzt wird ihnen doch ganz anders. Jetzt, wo sie zum ersten Mal die Hochzeitsanzüge anhaben. David und Jakob wollen heiraten. Und zwar am 9.06.2017. Auf Madeira. Ich denke, dass es schon allein durch die 8 Jahre, die wir zusammen sind, ernst wird. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass ich ihn bald meinen Ehemann nennen werde. Wirst du es echt tun? Ich weiß nicht. Ja klar, überall, auf der Straße. Am Anfang lachen wir bestimmt. Wenn schon, denn schon. Ein mexikanischer Star-Designer entwarf die Anzüge, damit der besondere Moment noch besonderer wird. Es ist kein leichter Weg für die beiden Polen, vor allem für Jakob nicht. Seine Eltern kommen nicht zur Hochzeit, die können nicht akzeptieren, dass ihr Sohn einen Mann heiratet. Ich glaube, sie lieben mich auf ihre Art. Jakob versucht irgendwie auch seine Eltern zu verstehen, aber er leidet. Doch sie lieben mich und wollen für mich das Beste. Nur das, was sie für das Beste halten, ist für mich persönlich nicht das Beste. Und sie denken, ich tue etwas Böses. So denken viele Polen. Es ist nicht leicht, schwul zu sein in diesem konservativ geprägten Land, in dem die katholische Kirche eine große Rolle spielt. Es gibt keinen Platz für Schwule in der Kirche und das stürzt sie in Gewissenskonflikte. Ich empfinde keine Bindung an die polnische Kirche. Ich denke, dass in der Kirche auch viele schlimme Sachen passieren und sie macht uns das Leben in Polen nicht leichter. Das ist unser ewiger Konflikt, weil ich nämlich gläubig bin. Und manchmal gelingt es mir, ihn in die Kirche mitzunehmen, aber nicht zur Messe. Ich gehe einfach gern so in die Kirche und setze mich hin und bete. Vielleicht bin ich naiv, aber ich denke, dass Gott mich versteht. Wenn ich bete, sage ich ihm oft, dass er mir nicht böse sein soll, weil ich mit David zusammen bin. Ich glaube, Gott sieht, dass ich gerade wegen unserer Liebe ein besserer Mensch geworden bin. Dann diese Idee mit ihren selbstgemachten Musikclips, die sie bei Facebook posteten. Unbeschwert, fröhlich, mit ernstem Hintergrund. Auch ein Ende des Versteckspiels. Jedenfalls ihr Clip zu Some Other Summer von der Rockband Roxette war so gut, dass die beiden zu einem Festival nach Schweden eingeladen wurden. Sie waren sehr stolz und verkündeten: Wir werden heiraten. Im Juni. Dann meinte die Moderatorin: Wir haben eine Überraschung für euch. Der Gitarrist von Roxette. David und Jakob können es kaum fassen. Sind Sie das wirklich? Ja, ich bin's. Wir lieben euer Video und wünschen euch alles Gute für die Hochzeit. Ausflüge in die Leichtigkeit. Nein, wir fühlen uns nicht sicher in Polen. So viel Hassreaktionen im Internet, die wir unter unseren Posts gesehen haben. Das gibt uns zu denken, dass vielleicht einer von den 100 oder 1000 hasserfüllten Leuten uns wirklich etwas zufügen will. Ein Skype-Gespräch mit der Familie von David tut gut. Sie freut sich auf die Hochzeit auf Madeira. Schwiegersohn, Schwiegertochter, egal, meint Davids Mutter. Eine Mutter freut sich immer, wenn das Kind glücklich ist, meint sie. Sagen Sie das bitte meinen Eltern, wie man das tut, meint Jakob. Mein künftiger Mann steht auf den T-Shirts der beiden. Sie freuen sich auf ihre Hochzeit in Portugal, aber gleichzeitig ärgern sie sich, dass das nur im Ausland geht. Deshalb wollen sie am Wochenende demonstrieren. Es gibt nichts in Polen. Nicht einmal eine eingetragene Partnerschaft. Und dann immer noch darauf achten, was die anderen denken. Manchmal zeigen wir unsere Gefühle, wobei man ein bisschen die Umgebung doch im Auge behält. Ich finde, dass es überhaupt nicht spontan ist. Wir machen das nie einfach so. Wir sehen uns immer um. Der Warschauer Christopher Street Day ist vor allem eine bunte, vergleichsweise eher brave Protestveranstaltung gegen die Politik
auch gegen die Kirche, die so viel Einfluss hat. Wir glauben, dass in Polen Rechtsextreme regieren und die Kirche dazu viel Macht hat. Die soll uns nicht sagen, wie wir zu leben haben. Oft, wenn ich in der Kirche bin und die Predigt höre, tut mein Herz sehr weh. Es darf einfach nicht so sein. Die Menschen dürfen nicht so diskriminiert werden, wie man es jetzt tut. Die erste Parade für David und Jakob. Sie demonstrieren quasi im Quartett, gemeinsam mit Krzysztof und Grzegorz. Die klagen gerade vor dem EU-Gerichtshof für Menschenrechte. Damit in Polen zumindest eine eingetragene Partnerschaft möglich ist, wenn schon keine Ehe. Wir möchten es einfach irgendwann in Polen machen. Wir bewundern zwar die Paare, die deshalb ins Ausland gehen, um ihr Glück zu vollenden, aber wir warten darauf, dass es hier in Polen möglich sein wird. Das Meer wirkt heute besonders blau an Madeiras Küste. Die Sonne scheint, es ist wie gemalt, so schön. Und nichts stört, außer ein Fussel am Revers. Ich, Jakub Arkadiusz Kwieczynski, möchte aus freiem Willen eine Ehe schließen mit dem hier anwesenden David Maximilian Mycek. Wir sind eins. ARD.